Also ich weiss schon sehr lange den Termin, dass ich die Predigt habe heute, und ich habe sofort gewusst, dass Gebet ist, weil das ist etwas, wo mir sehr nahe ist, das Thema Gebet. Ich habe schon längere Zeit mal ein Morgengebet geleitet. Im Moment bin ich da Leiterin vom Hörenden Gebet. Und ich habe auch schon sehr viel Gebet empfangen, auf verschiedene Art. Dankesgebet oder Leute, die Fürbitte für mich gemacht haben. Und da habe ich das Gefühl, ich habe etwas zu erzählen. Sehr gut, ja. Apropos hörendes Gebet, wann ist das nächste Mal? Ich glaube, in so einer Woche, gell? Am 3. Juli. 3. Juli. Und das ist total entspannt, weil du kannst einfach kommen und her sitzen und musst nichts machen. Und es hat zwei oder drei Beter, die Gott fragen, wie willst du die Person, die da sitzt, heute ermutigen und verbauen und wie einen Schatz mitgeben. Und dann kannst du einfach empfangen und das nehmen, was für dich gut ist, ein bisschen prüfen, und das, was noch ein bisschen komisch ist, kannst du einfach wegtun. Und mehr musst du nicht machen. Und das ist am 3. Juli das nächste Mal die Gelegenheit dazu. Also, ich ermutige, nehmt die Gelegenheit wahr. Ich habe das selber mal gemacht vor einer Zeit. Und sie haben ja nicht gewusst, was für eine Situation, aber es hat voll gepasst. Es war also, mega cool gewesen, so zu merken, ja, genau, Gott kennt uns, er weiß, was man braucht. Und er nimmt es mega ernst. So. 3. Juli, meldet euch, sonst bei Regula, ihr könnt sicher auch heute schon die Liste anfangen füllen. Ja, dann übergebe ich dir gerne das Wort. Wenn jemand zu heiss hat, Durst bekommt heute im Verlauf des Gottesdienstes, oder merkt, es hält uns fast nicht mehr aus zum Zuhören, hinter beim Bistrotisch hat es einen Krug mit Wasser und Gläser, dürft auch so dort gerne nehmen, dass ihr wieder ganz wach und gut könnt zuhören. Danke. Wer von Ihnen kennt das Lied oder weiß sogar die erste Zeile oder das Wort daraus? Genau. Welcher Freund ist unser Jesus? Warum habe ich das gepfiffen? Da gibt es eine Geschichte dazu, die ist eindrücklich. Das Lied ist sehr alt, 250 Jahre. Und das ist aus dem Englischen, What a Friend We Have in Jesus. Und das ist dann auf Deutschland gekommen. Und eine Zeit lang war es in Deutschland nicht clever, gerade rauszuhängen, dass ich Christ bin. Und in der Studentenbewegung haben sie dort mit dieser Liedmelodie, haben sie das gepfiffen, um einander die Erkenntnis zu geben, dass ich auch zu diesen Christen gehöre. Yes. Und warum komme ich jetzt auf das Lied? Ich war am Freitagabend in Basel mit meinem Mann. Und wir sind an Nacht des Glaubens gewesen. Das ist Kultur und Kunst vereint. In der Innenstadt von Basel etwa 60 künstlerische Veranstaltungen sind da gewesen. Und wir sind dann, eine Veranstaltung ist im neu renovierten Stadtcasino. Da müsst ihr mal gehen. Hammer. Genau. Dort hat es eine Lobpreisband von Deutschland. Und zwar sind das so Urgesteine vom Lobpreis gewesen. Der Lothar Kosse, der Albert Frey und andere. Und die haben sich zusammengetan in einer Band. Und die haben seit 2-3 Jahren ein grosses Projekt, das sie so nennen, Liederschatzprojekt. Und was sie machen, es ist natürlich aus dem deutschen Liedergut, dass sie ganz alte Lieder bis hin zu Martin Luther, gar nicht gewusst, dass der Lieder geschrieben hat, also 500-jährige Lieder, ausgraben und entstauben. Und das Lied ist eben auch vorgekommen, das sie dann gespielt hat. Und ich finde einfach, das Thema vom ganzen Lied ist Gebet. Und die erste Strophe fasst eigentlich zusammen, was ich heute auf dem Herzen habe. Und darum möchte ich euch die erste Strophe vorlesen. Es ist ein bisschen eine alte Sprache, aber das macht gar nichts. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Ich tue es ganz kurz paraphrasieren.
Also es ist klar, dass Gebet eine Beziehungssache ist. Also Jesus, der Freund. Gleichzeitig ist er aber auch der, der ganz klar oben uns steht, hoch erhöht. Die grösste Tat, die Ostergeschichte, der Tod am Kreuz, hat möglich gemacht, dass wir versöhnt sind mit Gott. Und Jesus ist ja zurückgegangen an Ufer in den Himmel. Und sein einziger Job, den er jetzt macht, ist, dass er vom Thron vor Gott steht und Fürbitte für uns macht. Er steht ein für uns vor dem Thron von Gott. Und dann kommt eben die Frage, und das ist die, die ich euch ein bisschen ans Herz legen heute Morgen. Manchmal verpassen wir es ein bisschen. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht? Also ich weiss aus meinem Alltag, dass ich oft sehr spät, nicht spät, aber sehr spät zum Gebet greife, obwohl ich es eigentlich im Kopf wüsste, dass das sehr gute Hilfe ist. Und wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht? Und ich wollte euch lustig machen, die Waffe mehr in die Hand zu nehmen. Ich weiss, viele in diesem Raum haben erlebt, dass Gebet kraftvoll ist und dass Gebet Situationen verändert. Und eben manchmal ist es ein bisschen zu spät. Dass wir oder spät oder zuerst versuchen wir alles andere. Das ist so ein bisschen bei mir jedenfalls so. Der Titel «Macht des Gebets» und ich zeige nochmal die Bibelverse. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Version. Das macht gar nichts, das ist Hoffnung für alle. Und wir haben es schon gehört als Lesung. Und ihr seht, der Aufbau ist eigentlich sehr einfach von dem Bibeltext. Es ist nämlich eine Frage, eine Antwort. Dann kommt nochmal eine Frage und dann kommt nochmal eine Antwort. Und beim dritten Mal kommt eine Frage, eine Antwort und dann eine Verheißung. Das heisst, Gott verspricht auch etwas, wenn wir das machen. Also wenn wir Gebet von den Ältesten in Anspruch nehmen, dann wird er etwas tun. Und ganz am Schluss, wenn wir uns getrauen, auch zu bekennen, nicht alles ist wunderbar in mir rein. Und uns auch jemand päckelt und sagt, ich muss das beten, vielleicht vor einem Zeugen. Dann verspricht Gott mit einer Verheißung, dass da eine ganz grosse Kraft drin ist. Jesus hat viel Gleichnis erzählt, um die Jünger Sachen zu erklären. Und ich habe beschlossen, dass ich Erlebnisse, wo ich dabei war, euch erzähle mit Gott vor allem, in diesem Input-Teil. Ich habe mir dann aber so ein bisschen als Struktur so vier Thesen. Ich bin nicht gerade Martin Luther, aber sie sind ein bisschen gewagt zum Teil. Und es kommen drei Lieder vor, eins habt ihr schon gehört. Weil ich finde, Gebet gehört ganz eng zusammen mit Singen, mit Lobpreis. Weil manchmal sagen uns Lieder viel direkter oder sind ergänzend zu dem, was gesprochen ist. Und als Ankündigung, nach dem Predigteil gibt es nochmal eine Lobpreiszeit, eine längere. Und dann ist explizit die Gelegenheit, dass ich einen Segen für etwas abholen könnte, ein Fürbittegebet oder vielleicht sind ihr krank. Und was ich mitgenommen habe in diesem wunderbaren Schatzdruck, das ist auch schon etwa 100 Jahre alt, das kommt von Kairo, von meinem Grossonkel mit Elfenbein in Tarsien. Genau, da habe ich etwas drin. Und zwar, das ist Salbungsöl von Israel, das hat mir mal jemand geschenkt. Und wenn du da rein bist heute Morgen und weisst, du bist krank, dann hat es da Älteste oder Leute, die Älteste gewesen sind und Leute, die wissen, wie man so Sachen betet, dann nimm das in Anspruch, das Öl ist da. Ich möchte mit zwei Worten anfangen. Die erste These ist Kairos. Es ist Kairos, wenn wir am Beten sind. Ich komme aber zuerst mit dem Gegenbegriff. Der Gegenbegriff ist Chronos. Was meint das? Das ist der Wecker, das ist der Sekundenzeiger, das ist die Sanduhr. Es geht los, wenn du geboren wirst, bis du stirbst. Das sind deine Termine, das ist die Agenda, es gibt dir Struktur. Es hat eine messbare Größe. Es ist quantitativ. Du kannst die Vergangenheit und die Zukunft messen. Manchmal macht es der Kronos,
Zeitnot, Stress, getrieben werden oder du hast ein Burnout. Ganz anders, wenn du dich entscheidest vom Betten, dann ist Kairos. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das in einem Bild erklären, was Kairos ist. Ist ein Versuch wert. Kopfkino ist folgendes. Wenn du möchtest, darfst du jetzt die Augen zutun und ich beschreibe dir eine Situation und du versuchst dir die Situation möglichst bildlich vor den inneren Augen vorzustellen. Wenn du möchtest. Stell dir vor, in deinen Armen hast du ein neugeborenes Kind. Du staunst über das Gesicht, über die Nase, so flumige Haare da. Und ganz fein fährst du so über die Haare und merkst, da hat es noch Fontanellen, jetzt muss ich aber säuferlich. Durchschnittlich schlafen so Kind 16 bis 18 Stunden. Es schläft da so in deinen Armen und du schaust das schlafende Kind an. Und jetzt passiert etwas. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Plötzlich huscht so ein Lächeln über das Gesicht von dem Kind. Und dann ist es wieder weg. Es schläft. Habt ihr es gesehen? Das ist für mich so ein Kairos-Moment. Ich darf die Augen wieder aufmachen. Meine Schwiegermutter hat dem mal gesagt, Engelslachen. Also wie ein Engel ist schnell vorbeikuscht bei dem Kindli. Oder vielleicht ist die Erinnerung an Psalm 139, wo der gesagt ist, Gott, in deinem Mutterleib, in dem Mutterleib, wo wir alle herkommen, dort hast du mich wunderbar, dort hast du mich kunstvoll und einzigartig gemacht. Und vielleicht ist das noch die Erinnerung von dem Kindli an die Zeit dort inne. Und irgendwie ist es auch eine Erinnerung an den Himmel, ein bisschen Goldstaub. Und meine Schwester kommt jetzt eben zu diesem Kind über diese Woche oder die nächste Woche, 44, ist auch schon ein Wunder, letztes Jahr geheiratet. Und darum bin ich ein bisschen drauf gekommen, einfach nur zum Geschichte erzählen. Genau. Und ich hatte ja auch drei kleine Kinder, Babys, Neugeborenes. Und manchmal habe ich so fast das Gefühl, die Kindli sind noch nicht so ganz da, wenn sie Neugeborene sind. Sie sind bei Gott so ein bisschen gesendet worden, zu uns, jetzt anvertraut und sind irgendwie noch so in einer Zwischenzeit und kommen jetzt ganz an. Und das Engelslachen ist für mich so das Bild von dieser Zeit, wo sie herkommen. Also Kairos, das ist Goldstaub für mich. Das ist Gegenwart. Das ist Qualität. Es hat keine Dimensionen. Und manchmal haben wir dann fast das Gefühl, Zeit steht still. Etwas passiert außerhalb der Zeit und vom Raum. Es sind so Gottesmomente, besondere Augenblicke. Und die können wir gestalten. Wir können sie achtsam wahrnehmen und wir können die Chance packen. Und Kairos ist eigentlich immer der Moment, wo Gottes Möglichkeiten anfangen. Und du kannst Mitgestalter sein durch Gebet. Dann bist du dabei. Ich weiss nicht, wie ihr merkt, dass jetzt so Kairos ist. Jetzt ist es dran. Könnt ihr euch innerlich überlegen, wie ihr das merken tut. Jetzt wäre es, glaube ich, Zeit zum Beten. Es kommen verschiedene Situationen jetzt vor. Ich denke, die zweite These, Gebet, das braucht Vertrauen. Einerseits, wenn du Empfangender bist, brauchst du Vertrauen zu dem, der für dich betet. Aber auch wenn du der Better bist, wenn du für Heilung betest, dann braucht es da recht Vertrauen. Weil du musst eigentlich zum Voraus so sagen, also ich vertraue darauf, das, was ich jetzt bete, da Gott, das machst du dann auch. Und das hat sehr viel mit unserem Bild von Gott zu tun. Das Vertrauen. Was für einen Gott haben wir? Zu was für einem Gott beten wir? Ich habe dann zuerst gedacht, ich wollte euch ausformulieren, wie Gott für mich ist. Und dann gemerkt, es hat andere vor mir gegeben, die das schon viel besser und genauer haben können. Mir ist nämlich das apostolische Glaubensbekenntnis in den Sinn gekommen. Das gibt es im Katholischen schon ganz lang. Und auch die Reformierten haben das aufgenommen. Und es gibt auch von Hillsong
ein wunderbares Lied, das auf Deutsch übersetzt ist. Und ich kann es eigentlich fast nur singen. Das Glaubensbekenntnis, dass ich alle Wörter weiss, aber ich bin nicht so gut im Singen. Das ist nicht mein Ding. Darum lese ich euch das einfach vor. Wer ist der Gott und der Jesus und der Heilige Geist? Und wenn ihr mögt, dürft ihr aufstehen da dazu, wenn ich das vorlese. Und so wie innerlich bestätigen, yes, yes, yes. Wir sind herzlich eingeladen zum Aufstehen. Es ist das Lied, und falls ihr das Lied kennt, dann könnt ihr auch mit mir mitreden. Genau. Ich tue es auf Hochdeutsch. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, und an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, an das Leben nach dem Tod. Ja, ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaube, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Amen. Ihr dürft wieder absitzen. Danke. Jetzt kommt dann der Lied, also das MP4, Thomas. Wir haben super Techniker dort hinten, die einen feinen Job machen. Ich will euch ein Zeugnis erzählen, wo Gebete eine sehr grosse Rolle gespielt haben. Und ich habe Gott dort etwas versprochen, nämlich, dass ich das weiterverzähle, um ihm die Ehre zu geben. Und darum stehe ich da. Voilà. Und als Einführung und Einleitung, jetzt möchte ich gerne die nächste Folie. Genau. Ist das folgendermaßen: Am Montag vor Weihnachten letztes Jahr, am Morgen früh, habe ich ein WhatsApp bekommen. Es ist von einer Freundin von Winterthur. Sie ist geheiratet mit dem Stefan und sie haben einen Bub, der ist etwa 11. Und das hat mich erreicht und ich habe sofort gewusst, jetzt ist Kairos. Und ich lese euch die WhatsApp-Nachricht, was sie geschickt hat, vor. Liebe Regula, kannst du beten? Stefan ist mit Covid-Lungenentzündung im Spital. Er braucht viel Sauerstoff in der Nase. Medikamenttherapie haben sie nach Mitternacht begonnen. Er ist auf der Corona-Intensivstation am KSW Winterthur. Eine Stunde später: Ärzte diskutieren, ihn ins Koma zu tun. Es ist eine schwere Lungenentzündung. Am Nachmittag: Der Spital hat angerufen. Ich gehe jetzt Stefan besuchen. Stefan ist auf Bauchlage. Jeder einzelne Atemzug ist für ihn eine riesige Anstrengung. Die Werte werden schlechter. Sie werden ihn ins künstliche Koma versetzen. Das bringt dich zu Ohnmacht. Weil da kommt ganz viel Ungewissheit, Angst. Wird der Stefan jetzt sterben? Wird er jemals wieder verwachen und zurückkommen? Und ich löse es jetzt gerade auf, weil wir leben jetzt später. Er hat es überlebt. Einfach ganz kurz, damit ihr versteht die Situation. Er war 14 Tage intubiert, sediert. Er hat schon Abschied genommen und denkt, jetzt stirbt er. Und er hat auch nach dem Faststerben wieder auf dieser Welt ankommen.
Das ist nicht ganz einfach, hat müssen lernen, weil das macht es ja, dass der Körper nur noch muss die Krankheit bekämpfen muss. Sonst macht er nichts mehr, sonst macht alles Maschinen. Das ist eigentlich die Idee von Sedieren. Und darum, wenn du keine Muskeln mehr trainierst, die gehen gerade zurück. Dann musst du nachher, wenn du wieder verwachst, musst du lernen schlucken, du musst lernen reden, du musst lernen stehen, du musst lernen essen. Einfach, es fängt nochmal von vorne an. Und er hat in dieser Zeit eine Nahtoderfahrung gemacht mit Gott. Er hat, ja, also Jesus ist zu ihm gekommen und hat ihm eine Frage gestellt. Und Stefan hat einige Wochen später, ist er noch auf Intensivstation gewesen, dann normales Krankenhaus, dann ist er in die Reha. Und er hat mir so eine Tonnachricht geschickt und die ist von ihm. Und das ist mein Schatz von diesem Jahr. Es ist ein heiliger Moment. Und ich bitte euch, wir lassen euch jetzt das laufen, dass ihr hört, was für eine Frage hat Jesus dem Stefan gestellt und was hat er nachher gesagt? Ja, ich möchte dir einfach ganz fest Danke sagen. Ich möchte sagen, ja, wenn du und ihr nicht gebetet hättet, ja, dann hätte ich das nicht geschafft. Ja, es ist wirklich ein bisschen, ja, wie ein Trauma, so ein bisschen surreal. Ich bin jetzt gerade mit einem Mann im Spaziergang zusammengelaufen, der eigentlich die ähnliche Geschichte hatte wie ich. Und mir auch bestätigt hat, dass wir, ja, wir sind immer davon ausgegangen, künstlich Koma, schlafst einfach, kommst nicht mit über, aber wir haben ganz viel mitbekommen. Und ich habe, ja, in dem Koma gemerkt, dass ihr betet für mich und habe gemerkt, dass das ein Kampf ist und da hätte ich nie allein kämpfen können. Ja, ich habe es spannend gefunden. Im Koma, wo ich mich eingestellt darauf habe, dass ich stirb, habe ich Gott nochmal mein Leben hingegeben. Ja, und Jesus ist gekommen und hat zu mir einfach gefragt, Stefan, was möchtest du? Und ich konnte ihm sagen, ja, wenn es machbar ist, würde ich gerne bleiben, weil ich Susan und Justin nicht wirklich allein lassen. Dann hat er mir gesagt, ja, dann musst du kämpfen. Ja, und diesen Kampf hätte ich nie allein kämpfen können. Darum danke vielmals. Ich wünsche euch einen ganz guten Tag. Melde mich dann wieder. Ich wollte euch noch ein bisschen reinnehmen. Ich habe dann Gebet organisiert auf verschiedene Arten. So ein bisschen die Ältesten eigentlich zusammengerufen. Das ist von der alten Gemeindenfreund. Der Stefan. Und wir haben so im kleinen Kreis gebetet, regelmässig. Wir haben auch an Weihnachten speziell ein Gebet gemacht. Und auch am 10. Tag, wo es immer noch nicht besser war, haben wir aufgerufen zu einem 24-Stunden-Gebet, wo jeder einen Slot übernommen hat. Also es ist ganz viel gelaufen. Und du machst dir natürlich schon Gedanken, was kannst du jetzt dem Gott sagen? Und das sind so ein bisschen meine Sachen, die du durchgehst, und das sind alles Arten, wie man vor Gott beten kann. Das sind Beispiele. Und manchmal lange diese Art. Aber jetzt in dem speziellen Fall, wo Gott jemanden wirklich wieder ins Leben zurückholen soll, ist mir einfach die These in den Sinn gekommen. Also ich im Moment weiss nur genau ein Argument, wo Gott nichts entgegenzuhaben hat. Verrate ich euch noch nicht. Ich nehme euch rein, was ich so überlegt habe. Gott, das wäre jetzt nice. Wirklich, könntest du ihn doch einfach gesund machen, weil ich fühle mich gerade so traurig. Mir geht es wirklich nicht gut. Da habe ich gemerkt, ja, geht es denn da um mich? Geht es um den Better? Das Zweite, ich will, dass der Stefan gesund wird. So ein bisschen fordern. Dann ist mir aber die Situation in den Sinn gekommen. Jesus vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane hat er auch gesagt, Gott, wenn du willst, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und hat nachher gesagt, aber dein Wille soll geschehen, nicht meine. Oder ich kann
in Richtung Fürbitte gehen. Gott, die Familie, du siehst, Susanne, Justin, die brauchen ihn. Du kannst ihn doch jetzt nicht einfach wegnehmen. Wir haben als Familie 3-4 Wochen vorher erlebt, dass ein Familienvater mit 4 kleinen Kindern an Covid gestorben ist. Wir sind an seinem Grab gestanden. Und Gott hat, dort ist auch sehr viel gebetet worden, Gott hat ihn nicht gerettet. Oder du kannst das Thema Barmherzigkeit. Weil Justin ist eine spezielle Geschichte, das ist ein Adoptivkind. Der ist mit 2 Jahren in der Familie reingekommen und hat eine ganz schlimme Kindheit vorerlebt. Und dann kannst du wie am Thron von Gott rütteln und sagen, bitte, du weißt, dass er jetzt endlich in dieser Familie einen Vater bekommen hat, du kannst ihm den doch nicht wegnehmen. Das Verrückte ist einfach, dass Gott sagt, unser Leben ist von Anfang an, also ich weiss, wenn du geboren wirst, wie alt du wirst, wir können das nicht beeinflussen und wir haben nicht das Recht darauf, Gesundheit zu haben. Das ist kein Grundrecht als Christ. Es gibt auch noch das. Gott, wenn du wirklich existierst, dann machst du jetzt ein Wunder. Und in der Bibel gibt es das. Es sind aber immer so Momente, wo das gebetet hat, enorm gestärkt worden ist im Glauben oder überhaupt zum Glauben gekommen ist. Und ganz viele rundherum sind auch gerade noch zum Glauben gekommen durch so ein Gebet, weil sie das Zeugnis gesehen haben. Ich habe einfach gemerkt, ich bin schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs. Er erwartet, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe einen Bibelvers, es gibt den berühmt, oder? Ich bin der Herr, dein Arzt. Ist auch ein guter. Und eben, da habe ich auch gemerkt, Gesundheit ist kein biblisches Grundrecht. Oder nicht sterben, wir werden alle sterben. Und vielleicht werden wir vorher noch krank, aber sterben werden wir. Das einzige Argument, das mir da in den Sinn kam, ist, wo Gott, oder einfach, wo es nichts entgegen hat, ist das. Mach's, damit dein Name verherrlicht wird. Damit ich nachher erzähle, was du da hast. Und das mache ich jetzt. Das ist das einzige Argument, wo Gott auch in verschiedenen Situationen sich hat erbarmen lassen. Weil er will ja, dass sein Name verkündet wird. Auf Englisch, for your name's sake. Das ist das Argument, wenn du wirklich in Ohnmacht bist, was du noch sagen kannst. Und wir kommen eigentlich zum extremsten Kairos, also extremsten Gottesmoment, den es überhaupt je gesehen hat, gegeben hat, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Dann war auch Kairos. Weil der Himmel hat sich verdunkelt. Man hat es gemerkt, es war eine Sonnenfinsternis, etwa 3 Stunden. Und es war eigentlich fast wie ein Zeichen vom Himmel, dass die Welt fast wieder Schnauf angehalten hat und auch mitgelitten hat und trauert. Es war so eine Zwischenzeit. Es gibt die berühmten Worte, die 7 Worte von Jesus am Kreuz. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass Jesus dort ein vollständiges Trennsein von Gott erlebt hat. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und Gott lässt auch dort den Tod zu. Bis Jesus aufgeschrien hat, es ist vollbracht. Also, wenn wir Kairos und beten, dann haben wir manchmal Teilhabe am Himmel, aber es ist auch Kreuz und Tod dabei. Gebet rettet Leben. Natürlich braucht es da viel dazu, aber schlussendlich ist es wahr. Und ich wollte eine zweite Geschichte erzählen, die mich den Frühling tief getroffen hat. Ich bin Lehrerin. Und Mitte März haben wir in der Schulleitung eine Mitteilung bekommen, dass sich ein ehemaliger Schüler Selbstmord gemacht hat. Der ist bei mir 10 Stunden pro Woche in der Stunde gehockt, 3 Jahre lang. Er hat sich am Morgen in der Rush-Hour ein Modell abgeben für die Abschlussarbeit von der,
von der Ausbildung, von der Lehre, hat er sich aufs Gleis gelegt und überfahren lassen. Er war 17, so alt ist meine mittlere Tochter. Ich habe dann ein bisschen geforscht, weil das hat mich tief bewegt. Ich wollte wissen, was da ist. Also der Selbstmord, weiss man heute, ist geplant gewesen. Es war also keine Kurzschlusshandlung gewesen. Und was ich weiss noch vom Unterricht, er hatte eine sehr schwierige Vaterbeziehung gehabt. Und es war ein bisschen Rebellion gewesen, dass er ein bisschen falsche Freunde gewählt hat. Und er hat am Schluss auch Drogen genommen. Er war aber im Leistungssport gewesen. Er war in der U19-Nationalmannschaft von Unihockey gewesen. Und wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, hat er es nicht mehr zusammengebracht, also auf höchstem Niveau Sport und die Schattenseite in seinem Leben. Es war ein Zerriss. Und jetzt sage ich es einfach wirklich ganz laut da rein, es ist mir wichtig, Selbstmord ist nie die Lösung. Gut. Weil man redet auch nicht über das Thema, weil das Nachahmer-Effekt ist eine Gefahr. Ich habe wirklich gelitten, weil ich auch gedacht habe, ich habe ja gewusst, dass es schwierig hat mit dem Vater, hätte ich sollen während der Schulzeit mal etwas an der Schulleitung sagen, hätte ich mal sollen mit ihm reden, hätte ich sollen etwas machen. Das ist das eine, aber etwas anderes hat mich noch mehr umgetan. Also umgetrieben, und das hat mich wirklich beschäftigt, nämlich die folgende Frage, die auch an dich ist. Habe ich meine Kinder gelernt, wo sie hergehen können, wenn wirklich alles verschissen ist? Wenn sie Sünde haben, wenn sie in einer Abwärtsspirale sind, wenn sie Fehlentscheidungen gemacht haben, wenn es wirklich nicht mehr gut ist, wissen sie, woher sie dann gehen, dass sie nicht den Ausweg suchen. Habe ich das meinen Kindern vorgelebt und mache ich das jetzt noch? Wissen sie, natürlich in einer angemessenen Art, von meiner Seelsorge, von der Ehetherapie. Ich war zeitlang zu Gümligen in psychologischer Behandlung. Von meinen Arztbesuchen. Die Schweiz hat eine der grössten Selbstmordraten überhaupt in der Schweiz, also auf der Welt. Und wir haben so ein bisschen eine Tabukultur und auch unter Christen, dass wir das Gefühl haben, wenn man bekehrt ist, jetzt gibt es keine Probleme, jetzt ist alles gut, aber das ist einfach eine Lüge. Wir haben dann so das Gefühl, wir müssen nach außen so ein Abziehbild spielen. Ich bin immer fit, der Job ist sowieso super, in der Ehe läuft es blendend, mit dem Kind geht alles gut und Gesundheit, es wird immer wie besser. Und oft, wir haben so die Serie gehabt, mit diesen drei Gesichtern des Evangeliums, ist es Schuld, Scham oder Angst, die uns abhaltet, jemanden da hineinzuschauen, in das innere Kuddelmuddel. Wir teilen die Not niemandem mit, sondern wursteln selber. Genau, ich habe es dann genannt, still lächeln und winken. Und natürlich geht die Frage noch etwas weiter. Ist die Fähig ein Ort, wo die Jungen lernen, wenn sie in so einer Situation ist, wo gehen wir her? Wo hole ich mir Hilfe? Damit Gebet Leben rettet, braucht es eine innere Haltung, die auch im Lied am Anfang vorgekommen ist. God first, Regula second. Und trotz Menschenfurcht gestehe ich mir ein, jetzt brauche ich Hilfe. Hilfe kann auch in Form von Ärzten sein, die eine Behandlung vorschlagen. Hilfe können auch Medikamente sein. Es ist nicht nur das Gebet. Gebet ist ein Teil. Und manchmal macht es mich nachdenklich. Fast jeden Sonntag ist Aufruf zum Ministry da drin. Und zwei, drei tröpfeln dahinter. Ich habe mal einen Entscheid in meinem Leben getroffen. Ich habe das jemandem nachgemacht, nämlich unserem Pfarrer zu Winterthur. Der hat mal gesagt, ich gehe immer ins Ministry. Ich frage mich gar nicht. Weil entweder gehe ich Gott danken, Gott Danke sagen, ich gehe für etwas bitten, ich brauche das Segen. Und ich habe mir das eigentlich auch gesagt. Also, ich habe das nie gemacht, aber wenn wir Strichliste machen, ich bin viel dorthin. Weil ich einfach finde, es ist wichtig, dass wir auch mit Zeugen Sachen angehen und auch Licht reinbringen im Moment.
Juni ist Abschluss von der, der Juni ist Abschlussprüfungsmonat. Der Juni ist der Monat vom Heiraten. Ich habe ein paar Sachen, Zahlen geforscht. 21 Milliarden Franken werden in der Schweiz jährlich hinterzogen an Steuern. Es gibt die einmalig straflose Selbstanzeige bis 15. Juli. Fast 50% der Ehe gehen auseinander. Dann das nächste Jahr wieder eine Chance. Einmal und ohne Buss und ohne Gefängnis. Fast 50% der Ehe gehen auseinander. Auch bei den Christen. Auch in meiner Familie. Mein jüngerer Bruder ist im Moment in einer Kampfscheidung. Ich mache im Moment mit den Schülern gerade das Thema Magersucht und Bulimie durch. 3% der Bevölkerung sind betroffen. Depression, 10%. Sind wir vielleicht 100, dann sind es 10 da drin und ich bin eine davon. Jedes 5. oder 6. Mädchen oder Bub erlebt häusliche Gewalt. Vielleicht bist du ein Lehrer oder ein Nachbar. Und manchmal wünsche ich mir, was der Chris von Rohr, ich weiß nicht, ob ihr die Rockröhre noch kennt, mal gesagt hat: mehr Dreck. Und wenn es dir im Moment blendend geht, dann denk an die Geschichte, die 10, die geheilt worden sind, und eine. Geh zurück und sagt vor Zeugen Danke. Beobachte mal deine Gedanken vor dem Ministry. Was geht dir denn durch den Kopf? Es gibt Haltung von Passivität. Die Woche war sonst schon streng. Eher die ältere Generation, falsche Bescheidenheit, wo eine Lüge ist. Oder so schlimm ist es doch auch nicht. Oder Menschenfurcht. Was denkt eigentlich mein Mann jetzt, wenn ich da hinten gehe? Das musst du auch mal abmachen, Idee, hey, ich gebe dich frei, um das zu empfangen. Was denken die anderen, wenn ich jetzt da hinten laufe? Oder vielleicht ist es eben Schuld, Scham und Angst, die dich abhalten, weil wenn die anderen wirklich wüssten, wer du bist. Was kommt jetzt im Ablauf vom Gottesdienst? Ich möchte, dass wir zum Abschluss dieser Predigt den Bibeltext noch mal zusammen lesen. Und nachher mache ich eine Überleitung in Lobpreis. Das ist nämlich ein Lied, das sehr einladend ist, um vor Gott zu kommen. Und ich wünsche mir, dass ihr die Zeit nutzt von dem Lobpreis nachher. Ihr seht es ja da, hat einen Grund zur Freude. Dann mach heute Lobpreis wie noch nie. Wenn du leidest, dann öffne jetzt und bring Licht da rein. Und ein Zeuge hilft, weil du kannst auch nachfragen oder die können nachfragen. Und wenn du krank bist, dann nimm Gebet in Anspruch. Es hat 2 Ministry-Leute und ich hoffe fest, dass das zu wenig ist. Wenn du Älteste bist oder geübt bist im Gebet, dann ist deine Aufgabe heute Morgen vielleicht einfach für jemand anderes einstehen. Und wenn es grosse Geschichten sind, das einfach für die Beter, dann hol dir vielleicht jemanden und betet das Zweite. Das hilft sehr, du bist ergänzend, du kannst nachher darüber reden, ohne Seelsorgegeheimnis zu verletzen. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. All die für euch beten, die haben einen Kodex, die erzählen das nicht weiter. Die reden mit Gott darüber und wenn sie das Zweite waren, können sie noch austauschen und dann geben sie es Gott zurück. Einfach als Sicherheit. Ich lade euch ein, zum Aufstehen, und die Bank kann schon vorkommen. Nach dem Betten kommt der Lobpreisteil. Ihr dürft aufstehen und die Bank führen. Ja. Ja. Also wenn ihr es gut könnt lesen könnt und gerade nahe beim Monitor sind, dann lade ich euch ein, zusammen mit mir den Text einfach zu lesen. Und sonst hört einfach zu. Wir beten. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten,
wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Bleibe gerade noch stehen. Ich bete noch so als Überleitung in Lobpreis, weil das erste Lied heisst so: Allein durch Gnade bin ich hier. Und das ist eine Einladung. Ihr müsst nichts bringen. Und ich segne euch, dass euch das einfach klar ist im Herzen. Ihr müsst nichts bringen, um vor Gott zu kommen. Ihr könnt kommen, wie ihr seid. Und es ist Gottes Gnade und eben der Kairos vom Tod von Jesus, dass wir dürfen zu ihm kommen, vor den Thron. Und wir können wissen, und ich bitte dich, Gott, dass du uns das nochmal ganz tief ins Herz sinken lässt, dass wir Erlöste sind, dass wir Eingeladene sind, ganz nahe an seinem Herz sein. Und das ist alles möglich, weil die Hände von Jesus sind durchbohrt worden bei dieser Kreuzigung. Das ist wie so ein bisschen das Zeichen. Und wir haben das Versprechen, dass wir in Ewigkeit werden können bei Gott sein. Herzliche Einladung in Lobpreis und im Gebet in Anspruch nehmen. Amen.